Knapp vier Monate nachdem Jill Ofarim vor Gericht zugegeben hat, sich die Antisemitismus-Vorwürfe nur ausgedacht zu haben, meldete er sich jetzt auf Instagram zurück. Jill Ofarim, Comeback bei Instagram nach Prozess. Jill Ofarim, 41, ist zurück und wagt offenbar einen Neuanfang. Im November 2023 sorgte der Musiker für den Skandal des Jahres, indem er vor Gericht gestand, sich die schweren Antisemitismus-Vorwürfe nur ausgedacht zu haben. Im Jahr 2021 hatte er einem Leipziger Hotelmitarbeiter vorgeworfen, ihn aufgrund seiner David-Stern-Kette beleidigt zu haben, und löste damit riesigen Wirbel und eine neue Debatte rund um Antisemitismus in Deutschland aus. Als er Ofarim dann zugeben musste, gelogen zu haben, erntete er einen heftigen Shitstorm, zahlreiche Promis äußerten öffentlich Kritik, und Jill Ofarim selbst zog sich nahezu völlig aus der Öffentlichkeit zurück und deaktivierte auch seinen Instagram-Account. Doch am 1. April erklärte der 41-Jährige die Netzpause offenbar für beendet. Mysteriöse Ankündigung für den 4. April 2024. So ist Jill Ofarims Instagram-Account nämlich nicht nur wieder auffindbar, sondern der Musiker zeigte sich auch erstmals wieder selbst vor der Kamera. In seiner Story präsentierte sich der Musiker sichtlich gut gelaunt und mit seiner neuen Kurzhaarfrisur bei einem Gitarrensolo. Hinzu fügte der einstige Let's Dance-Sieger eine mysteriöse Ankündigung für den 4. April, 0 Uhr, Frühjahrsputz, Sale. Was es damit auf sich hat, bislang unklar. Seine ihm auferlegte Geldauflage in Höhe von 10.000 Euro soll Jill Ofarim übrigens bis heute noch nicht bezahlt haben. Noch im Februar hatte eine Gerichtssprecherin des Landgerichts Leipzig laut T-Online Wer erklärt, bislang sind keine Zahlungen eingegangen. Das Verfahren läuft daher weiterhin.